Es ist eine Katastrophe. Bei einem CSU-Politiker wurde heute eine Durchsuchung durchgeführt. Immunität ist aufgehoben. Es geht um Bestechlichkeit im Amt und das auf eine Art und Weise, wie sie schäbiger nicht sein kann. Der Beschuldigte soll, das als solches ist ja nochmal ehrenswert, Maskengeschäfte vermittelt haben zu Bund und ja, seinem Bundesland Bayern. Aber dafür hat er anscheinend Gelder kassiert und nicht zu knapp. Und wie es nun mal Brauch ist, ist das Geld dann auch nicht versteuert worden. Schäm dich, möchte man da rufen und vor allem hoffen, dass so jemand so schnell aus dem Bundestag herausgejagt wird, wie er leider Gottes wahrscheinlich auch reingewählt wurde. Solche Menschen sind nicht nur moralisch verderbt, solche Menschen sind nicht nur eine Katastrophe für unser Land. Sie sind vor allem egoistisch und damit als Vorbild nicht geeignet. Solche Leute brauchen wir nicht. Und wenn das eine Parteiführung nicht versteht und nicht reagiert, Unschuldsvermutung hin oder her, dann muss auch ein Markus Söder sich die Frage gefallen lassen, ist das üblich? Ist das schwarze Politik? Ist das normal in dem Fall, ja, wo die meisten Menschen schauen müssen, dass sie auf der Straße noch genug zu fressen haben, dass man sich Hunderttausende Euro in den Allerwertesten steckt. Diskutiert's mit mir unten in den Kommentaren.